Ja, vom Bahnhof bin ich da losgefahren Richtung Schweinfurt, aber das war wohl die Main-Werra-Route. Die wäre dann wohl direkt hochgegangen irgendwie. Und ich muss ja jetzt hier noch so eine Schleife südlich fahren, bis Volkach. Ja, da habe ich mich erstmal nochmal navigieren lassen, quer durch Würzburg. Und jetzt bin ich am Main gelandet, am Mainradweg. Und hier ist auch schon ordentlich was los heute Morgen, Samstag früh. Alle machen Sport. Ich habe jetzt mein Sommeroutfit an. Das wird ein richtig schöner Tag heute. Jetzt fahre ich im Moment gerade hier noch Richtung Süden und dann irgendwann dreht ja der Weg Richtung Norden um. Hinter Ochsenfurt irgendwo. So. Ochsenfurt mit der historischen Altstadt. Ja, toll. Bayerns ältester Hafen. Wie geil. Entweder Feueralarm oder die Sirenen werden ausprobiert. Aber das kenne ich gar nicht mehr von uns. Ist jetzt 11:45. Auch eine komische Zeit. Weg. Noch 20 Kilometer bis Volkach. Ist natürlich alles schön. Asphalt eben, man rollt. Es ist schön, um vorwärts zu kommen. Aber so richtig Genuss kommt bei mir nicht auf. Also ich brauche da kleinere Wege. Von mir aus auch mal ein bisschen hoch und runter und dann in den Wald. Und, ach, herrlich. Na gut, aber
man kommt halt schnell vorwärts und ich fahre jetzt ein Stück bis Bamberg ungefähr. Dann ist der Fünf-Flüsse-Radweg angesagt. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, hinter mir, da seht ihr die Stelle, da bin ich gerade um die Kurve gekommen und dann war da so eine Huckel und die GoPro ist aus der Tasche gefallen, voll auf der Straße. Man hat jetzt am Objektiv so ein paar Macken, aber ich glaube, man kann trotzdem noch filmen, ohne dass man was sieht, weil zum Glück ist in der Mitte alles okay geblieben und sonst, die läuft auch noch und trotzdem scheiße. Beim nächsten Mal, ja. Ich muss halt aufpassen, dass die Tasche mal richtig zu ist. Ja, ich hoffe, man kann mich auch noch verstehen, dass der Ton noch läuft. Aber wie gesagt, ist ja nur das Objektiv so ein bisschen rundum zerkratzt. Ja, vielleicht doch noch Schwein gehabt. Ich habe ja auch einen Displayschutz drauf und lasse ich jetzt erstmal alles so. Und gucke mir das heute Abend vielleicht nochmal auf dem Tablet ein bisschen an. Ja, hier ist wohl die richtige Weingegend. Da war gerade so richtige Winzershoppen oder wie sich das hier nennt. So, und ich habe nur noch ein paar Kilometer nach Volkach. Habe ich auch noch nicht gesehen, Bewässerungssystem bei den Weinreben. So schwarze Schläuche, da tröpfelt das Wasser raus. Ich denke, was plätschert denn da so? Ja. Also hier in den Weinbergen ist der Mainradweg natürlich sehr schön. Da hat er so ein bisschen was von der Mosel. Und diese Weite hat die Mosel natürlich nicht. Und ja, es ist schon wieder schön. Also. Schönen guten Morgen, Sonntagmorgen, der 19. Juli. Ich bin in Volkach aufgebrochen, beziehungsweise habe ich erstmal in Volkach selbst fantastisch gefrühstückt. Ja, jetzt bin ich, also der Campingplatz Volkach ist auch zu empfehlen. Bisschen teuer, finde ich. Mit Duschen kosten 50 Cent, 5 Minuten. Und der Platz kostet an sich schon 13,50. Ja, dafür waren die sanitären Anlagen auch ziemlich gut und da gibt es auch eine kleine Gastronomie, also ist schon in Ordnung. War auch ganz belegt für Wohnmobile, für Zelte gab es noch Platz. Ja, jetzt bin ich unterwegs nach Haßfurt, das liegt auch am Main, aber ich fahre nicht über Schweinfurt, sondern so ein Kreuz querfeld ein hier, habe ich mir ausgesucht. Um das ein bisschen abzukürzen. Das ist doch mal ein Weg nach meinem Geschmack. Gut, jetzt ist es hier nicht so toll, aber unten die Straße, aber es ist nichts los, kein Verkehr. Gerade war mal eine kleine Gruppe noch mit E-Bikes da, aber richtig schön. Gerade habe ich gelesen, der Zwei-Franken-Radweg. Mal sehen, gucke ich da bei Gelegenheit mal nach,
ob der bis Haßfurt geht. Das ist das Gute, wenn man so spontan fahren kann. Und ich bin jetzt nicht unbedingt scharf auf dem Mainradweg und den Zwei-Franken-Radweg, den habe ich hier gerade entdeckt, mehr oder weniger. Habe ich mir jetzt runtergeladen bei Komoot, aufs Navi gepackt und den fahre ich jetzt. Also angeblich noch 63 Kilometer zum Ziel nach Bamberg. Ja gut, das kommt ungefähr hin, aber vielleicht ist auch ein ganz schöner Weg. Schauen wir mal. Und kaum Wind oder kein Wind heute. Die Windräder stehen still. Auch gut, sonst hätte ich Gegenwind wahrscheinlich. Das ist doch anspruchsvoller als ich dachte. Ich habe schon über 200 Höhenmeter gemacht, aber ja, es geht noch. Will man nicht, mich nicht beklagen gegenüber den Alpen oder Allgäu. Naja, ja, es ist so schön. Am Berg, da fühlst du den Schmerz. Da bist du allein auf dich gestellt. Nach Ebrach. Und hier ist so ein riesiges Gebäude. Keine Ahnung, ich habe mich nicht vorbereitet. Wollte hier eigentlich gar nicht langfahren. Ebrach geht es, glaube ich, bergab, habe ich so den Eindruck, es läuft und läuft, ey. Markus, Sportmodus, sagt dir das was? Bahntrasse. Am Horizont kann man Berge sehen. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Gebirge das da hinten ist. Nehmen wir mal an, hinter Bamberg wird das ungefähr sein. Ich bin jetzt hier auf so einem kleinen, so einer Nebenstraße wohl. Oh, schön. Menschenleer. Eiscafé. Und zuerst wollte ich ein Eis kaufen und dann habe ich gedacht, ach Scheiße, da ist ein Sitzplatz frei, hockst die nieder und machst ein alkoholfreies Weizen nieder. Und das habe ich auch gemacht. Ah, der rollt jetzt doch wieder ganz gut. 10 Kilometer noch bis zum Radweg da an der Regnitz oder Main-Donau-Kanal. Ich weiß gar nicht genau, wo der entlang geht. Komoot hat mich mal wieder auf eine Fährverbindung gebracht, aber Gott sei Dank fährt die Fähre. Maximal 10 Personen steht da. Ja, eine ganz interessante Fähre ohne Motor, nur mit Wasserkraft und Menschenkraft.
Na, da muss ich mal aufladen. Du behältst deine Figur, ne? Genau. Kannst essen und trinken, was du willst. Schöne Sache. Kommt man mit den Leuten auch ein bisschen ins Gespräch. Kosten Euro. Und der Fährmann da, der leistet echt Schwerstarbeit. Muss diese riesige Fähre da nur mit der Strömung und mit seiner Kraft buxieren. Also das ist nicht einfach. Gut. Und ich bin jetzt bald am Main-Donau-Kanal. Regnitz habe ich ja gerade erreicht. Hirschheid. Und dann fahre ich südlich Richtung Erlangen. Am Main-Donau-Kanal. Das nächste Ziel ist Forchheim. Und dann gucke ich mal, wie weit es da noch ist nach Rangau. Erstmal Forchheim ist, glaube ich, 13 Kilometer. Also ich komme wohl so 16:45 an. Nach 10 Kilometer, dann bin ich bei knapp 100 heute. Das reicht auch. Hab schon überlegt, noch weiter zu fahren, aber dann kann ich vielleicht noch ein bisschen baden da in dem Weiher. Da ist so ein Weiher und wenn ich Pech habe, ist auch wieder alles oder schon alles belegt und dann muss ich sowieso weiterfahren. Also schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Schönen guten Morgen. Heute ist mal wieder ein Montag und das heißt, man kann einkaufen gehen. Das ist schön. Aber wir sind, oder ich bin hier noch auf dem Zeltplatz und habe gestern den Gudasch kennengelernt. Der baut hinter mir noch sein Zelt ab und dann gehen wir da vorne frühstücken beim Campingplatz-Restaurant. Das ist so ein Grieche, da haben wir gestern auch gegessen. War auch sehr nett. Gyros-Teller mit Salat war reichlich und gut. Ja, hier ist noch so ein See, aber den habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht sollte ich da mal vielleicht noch mal eine Runde drehen oder so. Halt mal die Kamera rüber. Nur gestern war hier so viel Betrieb an dem See gestern Abend, dass ich gar keine Lust hatte, da noch mal hinzugehen. Der Campingplatz ist sowieso ziemlich voll und ein bisschen touristisch so alles. Ja. Aber es war trotzdem ganz nett hier. Ich konnte auch das erste Mal mit offenem Fenster schlafen sozusagen. Also hinten die Abdeckung hoch und hatte dadurch auch nicht so viel Feuchtigkeit im Zelt. War auch ziemlich warm die Nacht. Okay, bis nachher. Oh, lecker Frühstück. Alles gut, alles nicht schlecht. Ich warte auf den Kollegen Gudasch. Er packt noch alles zusammen und ist ein bisschen langsamer, aber wir haben beschlossen, wir fahren bis Nürnberg noch zusammen und ja, ich werde dann schon den Rest der Strecke auch noch schaffen. Nach Etzelwangen wollte ich heute. Da habe ich den Campingplatz telefonisch nicht erreicht, habe da jetzt erstmal eine E-Mail hingeschrieben, mal gucken, ob die reagieren, sonst fahre ich da einfach mal auf gut Glück vorbei. Gudasch und ich sind jetzt unterwegs, um 11 Uhr, glaube ich, oder so. Meine Schuld. Ja,
Wir haben aber auch gut gefrühstückt, ne? Also von daher dürften wir eigentlich jetzt die nächste Pause ein bisschen kürzer ausfallen. Nur eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt erstmal nach Nürnberg zusammen und dann trennen sich unsere Wege. Die armen Störche werden jetzt eingekreist. Auf der einen Seite zwei Hunde. Das sind bestimmt 20 Störche hier. Wahnsinn. Kurz vor Fürth. Es ist sehr warm, aber die Sonne wird manchmal von den Wolken bedeckt. Das ist schon ganz angenehm dann. Ja, noch 6 Kilometer bis Nürnberg. Hier verläuft die Regnitz. Ein sehr schöner Abschnitt hier, sehr gut geteert, schön breit. Mal sehen, wie Nürnberg ist. Ja, wir sind hier in Nürnberg am Hauptbahnhof. Ich bin mit Gudasch hierher gefahren. Er brauchte ein bisschen Geld, Bargeld, und ich habe mir jetzt eine Bahnkarte für die Rückfahrt gekauft. Und zwar. Und dann habe ich diese Sorge schon mal weniger, dass ich irgendwelwegs vielleicht kein Reisezentrum finde oder so. Und ja, hat gut gepasst. Und er hat auf die Räder hier aufgepasst in diesem sozialen Brennpunkt hier. Ich bin jetzt wieder alleine. Ich bin hier an so einem See in Nürnberg. Ist wohl ziemlich bekannt. Fördener See oder wie der heißt, keine Ahnung. Und ja, da mache ich ein kleines Päuschen. Und dann fahre ich weiter. So, hier sind schon die Schilder. 5-Flüsse-Radweg. Ich glaube, ich bin jetzt an der Pegnitz. Ich denke, ich fahre hier schon das erste Mal rüber. Mal gucken. In der Pause habe ich gerade gesehen, dass ich jetzt noch 40 Kilometer habe. Und dann habe ich auch wieder über 80. Morgen wird es dann über 90 nochmal bis Regensburg. Ja, ich filme mir mal stellvertretend für die mindestens 100 Kläranlagen, an denen ich vorbeigefahren bin. Filme ich einfach diese wunderschöne hier mal. Schon bis ein paar Hügel. Ich denke, über einen muss ich wahrscheinlich rüber. Ich muss da mal sehen, Regensburg. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, das schaffe ich. Ja, man fährt jetzt hier in so ein Tal rein. Es soll jetzt auch Urlaubprofil höher gehen. Und es wird landschaftlich hervorragend. Kann ich nur sagen. Im Rewe hatten sie gerade kein Bier. Ich habe keins gefunden. Unglaublich, ne? Hoffentlich hat der Campingplatz welches. Hier kommt nämlich nichts mehr.
Oh, es ist hier schön. Eine himmlische Ruhe. Nur das Problem ist, ich müsste mal so langsam ankommen. Es geht schon wieder den Berg hoch. Ah, hier sind so schöne Blumen. Kühler Wind weht. Herrlich. So eine perfekte Abendstimmung. Und diese großen Forellen oder was das war, habt ihr ja gerade gesehen. Das Wasser muss 1A Qualität haben. So, der Campingplatz ist da. Frankenalb. Ah, hier kann ich gar nicht runter. Okay, das sieht ganz gut aus. Schön ruhig hier.